So, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Neuflotal im LS22. Mein Name ist Stefan und ihr begleitet mich beim Testen dieser neuen Version von meiner Map. Ja, wir sind hier gerade, oder ich bin gerade hier Wasser holen für das kleine Gewächshaus auf dem Hof, auf dem Minihof hier, auf Hof 1. Und habe es gerade abgeholt und jetzt fahren wir mal schön mit dem Anhänger, was Anhänger hier rein. Und dann sehen wir mal quasi auch hier mit der Work Camera, wie das hier ausschaut, wenn ich das habe. So. Also hier Wasser. Und schon ist er fertig hier. Sehr gut. Dann kann ich den quasi hier rausnehmen. So. Die Zeit läuft mit 30, weil es halt wieder, wie gesagt, dunkel ist. Dafür, sobald es hell ist, lasse ich die Zeit wieder stoppen. So langsam laufen. So, wir haben hier Stroh, was fehlt. Das heißt, ich muss wieder reinspringen. Besser. Wir haben hier dann genau. Hoppala. Genau, so jetzt müsst ihr da eigentlich den gleich wegnehmen. Oh, passt. Das heißt. Ah, okay, komm, die schicke ich, du musst wieder abladen. Das passt. Und wenn wir jetzt dann hier reingehen in die Produktion, dann sehen wir, okay, 18.000, das heißt, ich kann hier wieder. Das aktivieren und hier auch ein bisschen aktivieren. Das mache ich dann aktivieren, genau, und hier. Und hier möchte ich natürlich schon das auslagern, genau, so. Ich möchte auch den Mod testen, ob das dann auch klappt mit dem Stapeln. Dann haben wir hier das Wasser. Genau, dann kann ich hier auch mal gucken, wie sieht es hier aus. Ja, gut, hier ist schon viel zu wenig produziert worden. Deswegen kann man das so weiterlaufen lassen. Hier kann man allerdings die Webcam ausmachen. Der steht hier still. So, das heißt, ich brauche dann als nächstes, mal gucken, gibt es was im Angebot? Nein, es gibt einen Fan im Angebot und den hier. Aber ich möchte gerne auch den John Deere ist jetzt im Angebot gekommen. Habe ich ja schon. Aber einen Steinsammler. Und da gibt es den normalen mit 5,5 Meter. Genau. Und den würde ich dann kaufen. Noch Fedestein. Auf Fedestein, genau. Kaufen. Ja. Und jetzt wird es schon hell. Das heißt, ich kann hier schon wieder auf die 5 runter. Und wechsle in den hier. Und schicke ihn dann gleich zum Shop, sobald ich hier. Hilfe parken aus. Und dann fahren wir vorbei. Und los geht's. So, was haben wir denn noch schönes, tolles hier? Bisschen Farming haben wir natürlich noch nicht hier aktiv. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, was die Felder haben. Der Feldrechner, genau, und ein Kreditsystem. Genau, also dann hole ich mir auch gleich. Was ist hier drin? Genau, hier sind die quasi die Felder, je nachdem, welche Größe. Und die kosten alle gleich. Weil ich faul bin, nehme ich natürlich das Größte.
Die Hauptfarbe sollte rot sein. Weiß und. Was sieht es aus, wenn ich die Abbildungsfarbe nehme? In Schwarz. Okay. Oh, weiß, beige. Moment mal alles in Chat. Schwarz. Das passt doch. Kaufen, ja, okay. Und da schick mal. Den hier. Ganz gerade so schön. Rein, genau. So, ich habe jetzt mal rausgenommen. Das heißt, ich kann den hier mal reinstellen, den Anhänger. Brauche ich ja aktuell nicht. So langsam fahren, weil das ist schon ein kleiner Anhänger. Wenn schnell einknickt. Schon. Ist weg. Nach vorne, Pause, aussteigen. Und dann gehen wir mal hier ran und abgemacht. So. Und dann sieht man dich auch mal im Shop. Jetzt gleich beim Shop angekommen. Und dann nehmen wir den gleich ran. So, und dann nimmst du den Steinsammler auf. Weit weg. Gut. So, aussteigen und jetzt aber. Dann auch alles verbunden, sehr schön. Und dann fahren wir nicht mal hoch und Steine sammeln. Sehen wir wahrscheinlich auch gleich unseren Partner entgegenkommen. Den Trend, der die Isara abholt. Ist die GPA? Ah, da kommt er schon. Vorbeigekommen. Kein Unfall. Dann fahren wir auch gleich durch auf Feld 1, ne? Und sammeln dort dann die Steine ein.
Jetzt oben steht noch, der Vario liefert auch noch schön. Stoppala. Langsam hier und. Ich bin schon fast wieder am Hof. Und genau. Und dann können wir gleich testen, ob das mit dem Crusher so gut funktioniert, weil der Crusher hat es jetzt endlich geschafft. Er ist in den Motor reingekommen und dahingehend bin ich sehr zufrieden. Und hoffe, ihr teilt mit mir auch den Erfolg. Machen wir es so. Ja, komm, doch so. Okay. Wieso löscht er das jetzt nicht? Eigentlich soll er jetzt den Cosplay-Kurs löschen. Ich kann gucken. Normalerweise müsste er doch hier immer dann quasi Gamepad reingehen und VCA. Oder aus der Bahn. Nicht der Aussichten 16, genau. Warte, ich tue mal Rast Aussichten und ist die 16, ja? Okay, und wenn wir jetzt den hier will den VCA, wie war das hier? Alt und W. Okay. Ah, wahrscheinlich, weil ich das Bedenken nicht, wenn man das so macht. Okay, okay, okay. Nein, das ist einfach nicht. Alt und W. Geradeaus. So, das passt. Und dann kann man den einschalten. Genau, und los geht er. Und jetzt gibt es Standgas. Okay. Machen wir auch gleich mal da geradeaus durch, oder? Haben wir gleich auch das Verlauf auch gleich hier inklusive. Und dann einmal wenden. Dann passt er durch, ist sehr schön. So liebe ich es. Und dann habe ich beim nächsten Bett auch schon angefangen. Sehr schön. So. Zeit ist auch fast noch wieder zu Ende in dieser Folge. Also, wer noch nicht es gemacht hat, dann bitte einen Kommentar hinterlassen oder auch ein Abo. Tut keinem weh. Würde mich sehr freuen.
Und in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Eventuell hier auf der Neufundertal oder noch einen meiner anderen Let's Plays. Ja, das war's. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan. Ciao, ciao.